Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Mission Frieden und Wohlstand steht an. Dann fangen wir gleich an. Wie ist der Empfang, Soldat? Sehr gut. 5 Balken. Der Krieg ist vorbei. Saxony und Roswirth haben einen Waffenstillstand geschlossen. Das ist großartig. Und Polania? Bleibt von den Roswirths besetzt. Dein Onkel und viele andere sind nicht glücklich darüber. Sie kämpfen weiter. Tja, da wäre ich auch nicht freudig und rollmopsig. Olga Morozova, Sicherheitschefin. Bedauere, ich muss Sie bitten zu gehen. Befehl von Colonel Zubov. Nicht unerwartet. Ah, dieser Arsch. Danke, Sudir. Und gute Nacht. Nachti. Ich muss anders reinkommen. Na gut. Jetzt muss mal die Frau irgendwo reinkommen. Das kriegt man hin. In einem hübschen Dorf bei St. Petersburg. Hier finden die offiziellen Feierlichkeiten zum Friedensvertrag statt. Ah, Champagner und Kaviar für unsere tapferen Politiker und Generäle. Wachen. Ich muss leise sein und ihnen aus dem Weg gehen. Ja, wenn das Wache Wachen sind, dann müssen wir denen aus dem Weg gehen. Bin unterwegs. Muss ich jetzt einfach hier durch oder kann ich die Wachen töten? Ich weiß, sie hat gesagt, ich soll das nicht tun, aber ich dachte, wir könnten uns tarnen. Oh, den Fernzünder haben wir auf jeden Fall noch. Also ausschalten könnten wir sie. Nur wenn wir es wollten. So, das sieht aber fast nicht so aus, als ob ich hier lang soll. Ich meine, da ist ein Fluss. Wie soll ich den denn überqueren? Lass mal die mal machen. Okay. Die hat genauso wenig Ahnung wie ich. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Dann such mal halt den direkten Weg durch. Ohne entdeckt zu werden, seid ihr bescheuert? Okay. Wir sind unsichtbar, bis wir entdeckt werden. Oh, wo geht's denn hier lang? Sollte kein Problem sein. Ja, dann mach mal. Melde einen Gegner. Passt. Natürlich. Anscheinend haben wir den richtigen Weg gefunden. Auf dem Weg. Wir dürfen ja Gegner theoretisch töten. Wir dürfen nur nicht entdeckt werden dabei. Sollte kein Problem sein. Warum denkst du, in einem Tal herumzuschleichen, bringt mich das nur zu bleiben? Hier werden Vertreter von fast jedem Staat der Welt sein. Kannst du dir einen besseren Ort... Eindringling! Stoi! Schlagt Alarm! Verdammt! Mist. Neubeginn. Och, ich hasse Schleichmissionen doch so sehr. So, dann schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Da müssen wir schnell sein, sonst ist der wieder um die Ecke und zurück, bevor wir bis, keine Ahnung, wie man auf Russisch zählt, bis wir bis 3 gezählt haben. So, rein in den Busch. Werden Vertreter von fast jedem Staat der Welt sein. Dankeschön. Kannst du dir einen besseren Ort für ein Fenris-Treffen vorstellen? Im Teams-Meeting. Das dachte Zar Nikolas auch, kurz bevor sie ihn fast getötet hätten. Kessler wusste irgendwie von ihnen. Und sein Brief ist der einzige Grund, warum die Verhandlungen nach dem Angriff in St. Petersburg fortgeführt wurden. Es wird jedes Mal interessanter, wo ich das höre. Natürlich. So. Jetzt stehen wir mal hier. Keine Ahnung, wo der andere aufhört. Ah, Schleichmission. So, sobald die weg sind, kommen wahrscheinlich da wieder Kollegen an. Das kann ich gar nicht leiden. Sieht aus, als wäre dieses Ziel allein. Ich sehe hier etliche Feinde. Ja, nicht nur du. Lass mich doch in Ruhe. Toll, jetzt sind die da zu dritt. Könnt ihr nicht mal hier abdampfen? So, jetzt. Wenn die mich sehen, war's das. Ja, das haben wir mitbekommen. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Fast 2. Hab sie erst einmal gesehen. Aha. So, können wir das irgendwie zwischenspeichern? Spiel speichern. Klingt gut. Hier sind zahlreiche Ziele. Aha. Bin unterwegs. So.
Will nicht jedes Mal von vorn beginnen müssen. Feindbewegungen sind bewegte Feinde. Gut. Nach da drüben? Boah, schauen wir mal. Ich gehe rein. Natürlich. Hier sind zahlreiche Ziele. Ich werde es sichern. Na gut, dann sichern wir das Gebäude. Dieser Niederlage werden wir uns nicht so leicht erholen. Ja. Spielladen. Ein Glück haben wir gespeichert. Hoffentlich speichert es auch an der richtigen Stelle. Es gibt hier nichts, ich habe hier reichlich Feindbewegungen. Na also, speichern hat funktioniert. Bin unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wie die in dem Haus sehen können, dass ich da drin war. Nach da drüben? Hier sind zahlreiche Ziele. Melde einen. Kann ich nicht irgendwie ein Ablenkungsmanöver oder so machen? Das wäre jetzt praktisch. Oder ist das hier ein gedachter Weg? Nee, da komme ich nicht runter. Also zumindest nicht mit der Einstellung. Jetzt ist er frei. Lauf! Renn! Wenn die mich sehen, war's das. Ja. Natürlich. Weiß Bescheid. Ja! Wir haben ein neues Primärziel. Nein. Warum denkst du, Subov ist ein Verräter? Er ist ein guter Kommandant. Ehrgeizig, gebildet, zäh. Aber er ist ein einsamer Wolf und ein Arschloch. Er hätte nie so weit aufsteigen dürfen. Niemand Na, das sehe ich so auch schnell schon. Nach oben ohne die Hilfe von jemand Mächtigem. Boah. Sieht nach einer guten Stelle aus. Was muss ich denn jetzt machen? Finde den Treffpunkt der Versammlung von Fenris heraus. Ja, ich schätze mal der Prunksaal, der hier irgendwo ist. Ja. Und was nu? Ah, meine Tastatur hängt. Hat sie auch lange nicht gemacht, aber das sorgt ja für mehr Spannung. So, aber jetzt muss ich ja nicht mehr versteckt bleiben, oder? Ich sollte mich unter die anderen Gäste mischen. Na also. Haben Sie aus Arabia gehört? Diese dunkelhäutigen Wüstenmarodeure kämpfen gegen unsere Truppen. Sie finden sicher einen Weg, die loszuwerden. Ja, ja. So, müsst man dazu hören. Irgendwas stimmt mit dieser Mata Hari nicht. Nein, nein. An der ist alles genau richtig. Also, das gebe ich zu. Dann mal von Gast zu Gast. Ja, das sind Zivilisten. Keine Ahnung, warum ich das mache, aber das Spiel will das. Ich bin froh, dass sich die Lage in Europa endlich entspannt. Wir hätten gar nicht erst herkommen sollen. Wir sollten unsere Bestimmung erfüllen und den Rest von Mexiko einnehmen. Und das Gebiet im Norden. Er wollte jetzt von Mexiko. Na gut. Bin unterwegs. Ran an die anderen Gäste. Ich glaube, ich mache das ganz gut bis jetzt. Nachdem der Schleichteil vorbei ist. Jessne, im fernen Norden gibt es Leute, die mit Tieren sprechen können. Schwachsinn. Boah. Mit Tieren sprechen können sie bestimmt, aber antworten werden die ihnen nicht. So, da sind ja nochmal Gäste. Wieso Feinde? Ich dachte, das sind unsere Leute. Die mögen uns nur nicht. Der Kaiser ist schwach. Sein Ruf im Volk ist völlig am Boden. Stimmt es, dass er öffentlich in der Zeitung verspottet wird? Oh nein. Was für eine Schande. Pressefreiheit nennen die das. Wo haben sie das denn bloß her? Keine Ahnung, Pressefreiheit ist doch der Albtraum von jedem Diktator. Wieso erlauben wir denn sowas? Ich bin so froh, dass der Krieg vorbei ist. Sicher, dass das schon überall auf ihrer Seite angekommen ist? Angeblich sollen in Polania immer noch Rebellen kämpfen. Na, die kämpfen, weil ihre Leute immer noch in Polania sind. Reden Sie mit Grigori Rasputin. Rusviet hat schon alles Land, was wir brauchen. Ja, das klingt doch sinnvoll. Okay. Die nächsten Gäste. Ich glaube, wir müssen nicht alle abklappern. Ich glaube, die hier links reichen. Oder waren wir da schon mal? Das darf nicht sein. Die Schlachten von Somme und Verdun. Soll das alles für nichts gewesen sein? Sie wurden betrogen, mein Freund. Sie haben für ihr Land geblutet. Und wie zahlt man es ihnen zurück? Ein Haufen Verräter. Das sind sie. Wenn Sie das so sehen, könnte ich Ihnen vielleicht einige Gleichgesinnte vorstellen. Oh. Schwache Anführer, die sich gegen Bedrohungen wie Demokraten und Gewerkschaften behaupten müssen. Wo soll das enden? Da haben Sie recht. Wir sprechen später. Oh, das war doch einer von diesen Verschwörern. Bereit.
So, jetzt gehen wir mal zur nächsten Ansammlung an komisch aussehenden Zivilisten. Irgendwo müssen wir es ja finden. Ein Skandal. Noch ein paar Wochen und der Sieg wäre unser gewesen. Niemand besiegt die Besten des Reichs. Naja, ihr Briten. Merken Sie sich meine Worte. Keine russwietische Kugel hat uns besiegt, sondern ein Dolch im Rücken. Hört, hört. Was gibt es zu tun? Ja, ich weiß nicht so recht. Irgendwo sollten wir hin. Vielleicht hier nach unten? Ich gehe besser in Deckung. Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall nochmal Gäste. Ah, da wären auch Gäste gewesen. Irgendwie müssen wir die Fenris doch irgendwie... Brüderliche häufen Reichtum an. Während der Adel verkümmert. Das kann nicht sein. Ist überall dasselbe. Tradition ist nichts mehr wert. Ah, ich mag diese... Von wo sind die... Die komischen Gäste da, die hier für Unruhe sorgen? Nicht so wirklich. Na gut. Dann mischen wir mal uns unter die... Boah. Zur Grillparty hier. Vielleicht können wir noch ein Würstchen schnabulieren. Dieser Rasputin macht mir Angst. Seine Augen. Man sagt, die Zarin sei ihm völlig verfallen. Man. Eindringling! Stoi! Schlagt Alarm! Oh, warum? Nein, nicht löschen. Laden. Wer macht Spiel löschen nach rechts? Was ist das für ein UI-Designer? Auf jeden Fall ein besserer als ich. Ach nö. Gut, wir haben genug gehört. Die anderen Gäste mischen. Ja, ist ja gut. Bin unterwegs. Wir haben wissen ja, wo es lang geht. Diese dunkelhäutigen Wüstenmarodeure kämpfen gegen unsere Truppen. Sie finden sicher einen Weg, die loszuwerden. Ich würde nicht drauf wetten. So, jetzt sind wir gleich wieder da unten. Ich glaube, das ganze Zuhören haben wir schon erledigt. Da können wir jetzt ein bisschen freiläufiger runterlaufen. Sollte kein Problem sein. Ich gehe rein. Nein! Raus! Gehen wir! Ich höre... Dieser Rasputin macht mir Angst. Seine Augen. Man sagt, die Zarin sei ihm völlig verfallen. Man sagt auch, dass man nicht mit Yankees über den Berater des Zaren klatschen soll. Ja, das habe ich auch schon mal gehört als Lebensweisheit. So, wir versuchen es einfach doch da oben. Ich gehe da drüben in Deckung. Kann ja nicht alles voller Feinde wimmeln, wie auch immer die mich aufgespürt haben. Sieht an einer guten Stelle aus. Melde ja, da bin ich mir nicht so sicher. Oh, vielleicht hier über die Brücke. Wer weiß das schon? Ist niemand. Ich sollte weiter die Gäste belauschen. Ja, ich versuche hier hochzukommen. Wir haben hier überraschend wenig Treppen nach oben. Na komm schon. Muss doch nicht in jede Gästegruppe gehen. Ich glaube, ich muss nur die richtige finden. So, wer hat was zu sagen? Einige fürchten, der Shogun hat schlechte Berater. Er will Togawas Grenzen wohl weiter ausdehnen als je zuvor. Oh nein. Was habt ihr sonst noch zu sagen? Bin unterwegs. Hallo? Irgendwas Wichtiges? Ah, Leute. Leute. Da drüben? Wieso werde ich eigentlich dann immer so leicht entdeckt? Selbst wenn ich mich unter... die adligen Gäste hier gemischt habe. So, da ist... etliche Feinde. Wo denn? Achso, da links. Ja, das ist nicht gut. Ich gehe da drüben in Deckung. Ja, das wollen wir hoffen. Ihr habt doch jetzt schon fast alles durchsucht. Wo sind Fenris? Der Kaiser ist schwach. Sein Ruf im Volk ist völlig am Boden. Stimmt es, dass er öffentlich in der Zeitung verspottet wird? Was für eine Schande. Ja, sehr, sehr schandhaft. Haben wir schon gehört. Wo haben Sie das denn bloß her? Sollte kein Problem sein. Na, dann zeig mal, ob das wirklich kein Problem ist. Komm, da ist eine Gruppe, die kennen wir noch nicht. Das sieht doch hier nach dem richtigen Haus aus. Einige reiche Saxonier kaufen wohl Zeitungen, um die Konservativen zu unterstützen. Die haben Angst vor den Gewerkschaften. Mit Recht. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, werden viele ihre Arbeit verlieren.
Ohne einen neuen Krieg wird es bald Aufstände geben. Ja, Menschen halt. So, hier gibt's noch Gäste, das sieht doch richtig aus. Da hat jemand zumindest... Wieso nicht gleich so? Ich hab doch eh vermutet, dass es in dem Gebäude ist. Würden Sie für Ihr Versagen von der Klippe stürzen? Keine Ahnung, wovon Sie sprechen, General Sturm. Ihr kleiner Coup hat nicht geklappt und wir verlieren die Kontrolle. Vielleicht sollten Sie erstmal sich selbst kontrollieren, General. Es ist unklug, so etwas in aller Öffentlichkeit zu besprechen. Na gut, dann besprechen wir es in der Halle vor allen anderen. Wenn ich untergehe, nehme ich Sie mit, Sie verräterischer Bastard. Ja, das ist ein Charakter. Leute, was meinst du? Da, und er gehört mir, wenn die Zeit reif ist. Das Treffen ist in einer Halle und der General droht, Zubov von einer Klippe zu stürzen. Ich glaube, ich weiß, wo das Treffen stattfindet. Ich muss nur einen Weg da hochfinden. Ah, da gibt's ja ein ganzes Hogwarts-Schloss. So, ich darf jetzt wieder nicht entdeckt werden, oder? Egal, wir wissen ja jetzt, wo es lang geht. Über die Brücke mit den vielen Feinden. Gern geschehen. So gut wie keine Chance, das zu überstehen. Tut mir leid, dass du an dieses Ding gefesselt bist. Aber du lebst. Ich werde schon los. Naja, die Hoffnung stirbt fast zuletzt, wie man sagt. So, da ist ja nur diese einsame Brücke. Ja, geh mal in Deckung. Sieht nach einer guten Stelle aus. Eine Schleichmission oder so eine Mission. Solche muss es auch geben. Kann ja nicht immer kämpfen. Obwohl mir das Kämpfen und Einheitenbauen schon mehr Spaß gemacht hat. Ah, noch eine Zwischensequenz. Das geht mich sehr wohl was an. Wenn da oben so viele wichtige Leute sind, brauchen wir mehr Wachen. Oder das läuft wie in St. Petersburg. Ich sagte geschlossene Gesellschaft. Verschwinde! Das... Bleiben Sie sofort stehen, oder ich... Gar nichts machst du. Wow. Und das hat natürlich niemand gehört. Entweder ich komme unbemerkt zum Schloss, oder ich muss sie daran hindern, Alarm zu schlagen. Oh. Ich muss einen Weg hoch zum Schloss finden. Und sie dürfen das sehe ich auch so. Ach, die Waffe von denen kann es jetzt nicht aufheben. Wir haben ein neues Sekundärziel. Ich habe hier reichlich Feindbewegungen. Sieht nach einer guten Stelle aus. Sollte kein Problem sein. Na gut, dann warten wir, bis sie weg sind und dann können wir wieder die zahlreiche Ziele. Boah, die Gabelung hier rechts nehmen. Auf dem Weg. So, da kommen Feinde. Natürlich. Kann ich gar nicht ausstehen. War da nicht irgendwas, wo ich mich gerade verstecken konnte? Ich sehe gleich hier im Wald. Feinde. Ja toll, die werden mich doch wieder entdecken. So was Bescheuertes. Ah, gerade so nicht. Und ich wollte mich schon beschweren. So, jetzt speichern wir aber das Spiel nochmal. Den ganzen Krempel mache ich nicht nochmal. So. Was gibt es zu tun? Kann ich das eigentlich auch mit der 5? Ah, das erleichtert die Sache. Nach da drüben? Und nach der Folge muss ich mich erstmal erleichtern. Es drückt. Natürlich. Also, müssen wir mal schauen, dass man hier zu Potte kommt. Bin unterwegs. Ich muss auch auf den Pott. Hier sind zahlreiche Ziele. Ja. Ich kann nur eine Einheit sehen. Sollte kein Problem sein. So, die drehen da um, oder? Hey, geh ins Gebüsch. Du wirst doch gesehen, Mädel. Sie nehmen mich ins Visier. Ich leg eine Springladung. Tu das. Backer. Mach ich sofort. Ich sehe das Ziel. Eindringling! Stoi! Schlagt Alarm! Nein, kein Alarm. Ah, ja, leck mich. Ich hab's jetzt zum Glück. Ich hab's jetzt zum Glück gespeichert. Wo soll ich mich denn da verstecken? Spiel laden. Schnell speichern. Achte, ich sehe hier etliche Feinde. Das Spiel schickt mich hoffentlich jetzt nicht sofort in die Niederlage. Komm schon. Ich habe hier reichlich Feindbewegungen.
Okay. Gibt's neue Informationen? War da nur ein komisches Verhalten beim ersten Mal. Auf dem Weg. So, dann verstecken wir uns halt hier. Natürlich. Und sobald die dann wieder rum sind, können wir was dagegen tun. Ich bräuchte einen Beschleunigen-Button. Da könnten wir uns da hinten... Hier wäre auch ein Gebüsch gewesen. Das ist vielleicht... Wäre sogar hilfreicher gewesen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, so sollte es auch funktionieren, wenn sie jetzt nicht hier am rechten Rand rumschleichen. Ach komm, was seid ihr für faule Soldaten? Lauf doch mal hier. Ein, zwei. So. Diese mal los. Und dann können wir hier schön die Feinde umgehen. Normalerweise hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass die nicht nur patrouillieren sollen, sondern dass sie auch Wachposten auf allen Straßen haben sollen. So. Ich sehe hier etliche Feinde. Aha, und was soll ich dagegen tun? Was soll ich gegen dieses Ding da tun? Wo bin ich überhaupt? Muss ich doch hier hin. Muss sagen, ich bin gerade... Achso, hier vorne. Ah, das ist so dunkel, das sieht man teilweise gar nicht. Ein Glück sind wir noch getarnt. Laufen einfach auf offener Straße vor dem Mech rum. Und uns passiert nichts. So wie es sein soll. Melde einen Gegner. Ein Gegner, ich sehe aber mindestens zwei und einen Bunker. Und nochmal einen. So, jetzt nimm mal die Beine. Nein! Nein! Lady! Natürlich. Boah. Hätte ich's beinahe versaut. Sieht aus, als wäre dieses Ziel allein. Sollte kein Problem sein. Hier sind zahlreiche Ziele. Ja. Nach da drüben? In den ich Busch. Besser in Deckung. Dann auf die harte Tour. Wo geht ihr denn hin? Feuerwerk. Sprengladung. Sprengladung. Machst du doch hin. Zeit für ein Feuerwerk. Etliche Feinde. Die wollen mich wohl unbedingt tot sehen. Bist du doof? Platziert es. Weg. Weg. Ich glaube, das da drüben ist das Gebäude. Ja, haben mich nicht entdeckt, noch kein Alarm. Rein da. Hallo? Klingt nach einem Plan. Infiltrier doch. Ah, das war's. Hui, die hat keinen Spaß gemacht. Die hat echt keinen Spaß gemacht. Es kann von diesem Punkt an nur besser werden. Fortsetzen. Aber wir haben uns die Videosequenz redlich verdient. Her damit. Und da kommt sie. Hoffentlich. Komm schon. Colonel Zubov. Wie reizend, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Erzählen Sie, wie ist Ihr letzter Einsatz gelaufen? Er war teilweise erfolgreich. Aha. Ich könnte schwören, das war kein toter Mann, mit dem ich gestern gesprochen habe. Der offensichtliche Bösewicht. Nun, jetzt wissen wir, dass Tesla mehr tut, als den Herrschenden Ratschläge einzuflüstern. Er hat unseren Plan aktiv gestört. Das war sehr überraschend. Für uns alle. Der Plan war von vornherein zu kompliziert. Eine Kugel in den Kopf. So wie beim Erzherzog. Schießen ist einfach, Bruder Remigiusz. Nicht so leicht ist es, das ganze anderen in die Schuhe zu schieben. Das ist richtig. Sobald der Zar und der Kaiser merken, was wir hinter ihrem Rücken treiben, sind wir geliefert. Sie müssen weg. Meine Herren, es gab einen Rückschlag. Und dennoch... Unser Einfluss ist größer als jemals zuvor. Wir wissen jetzt sogar, wie wir Saxony knacken können. Wie das?
Unser Plan ist bereits in vollem Gange. Kaiser Friedrich ist so gut wie tot. Er hat es nur noch nicht gemerkt. Ja, das ist auch schwierig, sowas zu merken. Die Revolutionäre werden Zar Nikolas töten und das ganze Land ins Chaos stürzen. Früher oder später. Lieber später. Wenn es soweit ist, müssen wir ihn eben zwingen, den Krieg wieder zu entfachen. Ich bin sicher, jemand mit ihrem Talent weiß, wie man die polanischen Rebellen dafür benutzt. Natürlich. Aber ja, ja, das haben wir alle schon gesehen. Solange Tesla unsere Pläne vereiteln kann. Der Mann mag ein Irrer sein, aber er ist auch ein Genie mit beachtlichen Ressourcen. Richtig. An diesem Problem arbeite ich bereits, seit die Briefe eingetroffen sind. Ich habe Informationen über einen seiner früheren Mitarbeiter. Dieser Mann weiß, wie man Teslas Verteidigungsanlagen überwinden kann. Mit 2 Millionen Mann bestimmt. Ihr Versagen in St. Petersburg auszumerzen. Finden Sie diesen Mann. Bringen Sie ihn mir. Und Colonel, wir dulden kein weiteres Versagen. Ja, ich auch nicht. So viele Sesselfurzer hier. Außer Zuboff, der ist ja tatsächlich im Einsatz, aber auch in seinem riesigen, metallernen Ganzkörperkondom. Wir müssen sie stoppen. Gut, ich bin dabei. Aktiviere meinen Nahzug und ich erledige sie. Wir können nicht einfach Generäle und den Berater des Zaren töten. Die Folgen sind mir egal. Das meine ich nicht. Sie umzubringen würde Fenris bremsen, aber du hörst ja, es gibt noch andere. Überall. Vielleicht Hunderte. Wenn wir Fenris aufhalten wollen, müssen wir sie an der Wurzel packen. Zuboff will sein neues Spielzeug. Du kannst mich auch mal an meine Wurzel anpacken. Gewinne sein Vertrauen. Werde Teil von Fenris und dann kannst du dich rächen. Ich reise so lange nach Dresden und warne Kaiser Friedrich. Er ist in großer Gefahr. Sprich mit Zar Nikolas. Er würde mir wohl kaum glauben. Rasputin weiß, wie man sich das Vertrauen von wichtigen Leuten erschleicht. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Wir zwei gegen die, mein Freund. Na gut. Hast du danach noch was vor? Wir könnten essen gehen. Aber sie hatte recht. Das sind Leute, die Kriege zu ihren eigenen Zwecken anzetteln. Ein System, das sie selbst errichtet hatten, würde sie nicht stoppen. Aber wir vielleicht. Tja, finden wir es raus. Na gut, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.